Goldschädel und ich möchten uns heute der neuen Springreit-Herausforderung stellen. Wir sind schon mal ohne euch losgefahren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Und hier gibt es eine neue Quest bei der, wie heißt sie, bei der Zuri, die hier auf dem gescheckten Saint-François sitzt. Und die weiht uns jetzt in die Geheimnisse des realistischen Springreitens ein. Hallo Dina, hast du Lust, ein Springreitrennen auszuprobieren, bei dem meine neuen Wettbewerbsregeln gelten? Aber sicher, das machen wir doch. Du hast bestimmt schon an vielen Springreitrennen auf Jorvik teilgenommen und vielleicht hat es dich überrascht, wie wenig Regeln es gibt. Ich fand, es ist höchste Zeit, das Springreiten ernsthafter anzugehen. Überall auf der Welt gibt es Strafpunkte dafür, dass das Pferd Stangen abwirft oder ein Hindernis verweigert. Ich habe eine Strecke entworfen, auf der man mit diesen Regeln trainieren kann. Ich habe ganz wunderschöne Hindernisse dabei, damit es ein erhebendes Erlebnis wird. Ich erkläre dir kurz die Regeln. Wenn du eine Stange abwirfst, bekommst du 4 Strafpunkte. Wenn dein Pferd einen Sprung verweigert, bekommst du noch einmal 4. Die Zeit spielt auch eine Rolle. Es gibt ein Zeitlimit für die Strecke. Wenn du länger brauchst, bekommst du für jede zusätzliche Sekunde einen Strafpunkt. Das Ziel ist es, die Strecke so schnell wie möglich abzureiten, ohne Strafpunkte zu bekommen. Sprich mit mir, wenn du es probieren willst. Ich freue mich darauf, Jorvik die neuen Regeln näher zu bringen. Ja, ich freue mich auch schon sehr darauf, das auszutesten, weil ich liebe ja Springreiten und von daher freue ich mich sehr darauf, dass es dann jetzt endlich eine Strecke gibt, die auch wirklich realistisch ist. Bist du bereit? Super, los geht's. Boah, 500 Erfahrungspunkte gibt's beim ersten Mal. Alter Schwede. Schließe die Rennstrecke ab, so schnell du kannst und mit so wenig Fehlern wie möglich. Es gibt 4 Arten von Fehlern. Ein Hindernisteil abwerfen, jedes Mal 4 Fehler. Zeit überschreiten, 1 Fehler für jede Sekunde über die erlaubte Zeit und verweigern jedes Mal 4 Fehler. Momentan noch ausgegraut ist der Huf im Wasser, was auch 4 Fehler bedeutet. Das kommt noch. Das hat Star Stable in den News geschrieben, ist momentan noch nicht drin, wird aber noch kommen. So, gut, dann starten wir doch mal. Oh, wir haben eine Linie am Boden. Und es sind wirklich hübsche Hindernisse. Ich hätte mir nur ein bisschen mehr Farbvielfalt noch gewünscht. Oh, wir haben eine dreifache. Nein! Jetzt wollte ich mal richtig schön, Galoppsprünge zählen und das war aber dann, da war ich zu schnell für. Bin ich direkt erstmal ins Hindernis reingerasselt. So, jetzt hier rum. Welcher jetzt? Der links, der Ochser. Oh, ich habe noch ein Hindernis umgeworfen. Das gibt's doch nicht hier. Das ist ja hier direkt ein schlechter Einstand. Wir finden uns noch so. Wir sind noch in der Findungsphase, Gold Shadow und ich. Ups. Naja, gut gemacht will ich jetzt mal nicht unbedingt sagen. Verweigern hatte ich auch noch einmal drin. Oder? Nee. Ach, das ist nur wie viel? Ah, okay, das hier. Mhm. Okay, ja, das können wir jetzt hier unbegrenzt oft, glaube ich. Ach, wir sind in der Reithalle nebenan. Ach so, das ist gar nicht die Hauptreithalle. Ah, okay, aber wir kriegen das jetzt trotzdem als Daily, oder? Will ich doch sehr hoffen. Und, wie fandest du es? Es hat Spaß gemacht, dir und deinem Pferd bei dieser Herausforderung zuzusehen. Gibst zu, du hast dir ins Fäustchen gelacht. Komm gern jederzeit wieder und teste meine Strecke noch einmal. Ich bleibe nicht allzu lange hier, aber ich hoffe, du kommst möglichst oft vorbei, um mein Springreitrennen zu erleben. Wie, sie bleibt nicht lange hier? Willst du mich veräppeln? Habe ich wieder irgendwas nicht mitgekriegt? Ah, oh, guck mal, die beiden Schmusis. Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Ach, es ist doch nervig. Das ist doch richtig doof, weil ich finde es cool, dass es jetzt drin ist. Aber es ist nicht... Boah, nochmal 500, das ist heftig. Aber es ist kein lilanes Ausrufezeichen, von daher gehe ich stark davon aus, dass das kein Rennen ist, was man jeden Tag zigmal machen kann. Können wir in der Reithalle, können wir da auch den Parcours auswählen? Geht das auch oder geht das nur... Nee, ne? Wir können hier... Ich kann hier
ganz normal Stangen und sowas. Also die Sachen, die es schon ewig gibt, können wir hier auswählen. Ach so. Licht an- und ausmachen geht auch. Das wusste ich gar nicht. Doch, aber hier können wir das machen. Ich will es gerne noch einmal so machen. Die Daily will ich mir noch aufheben, weil ich gleich noch, weil ich ja gleich den Stream noch machen möchte. Ich nehme mich jetzt gerade noch am Mittwoch auf. Und da möchte ich natürlich das Rennen auch als Daily noch einmal im Stream machen können. So, rechts rum geht's. Jetzt kennen wir den Parcours. Jetzt ist mein Ziel fehlerfrei hier durch. Das muss doch jetzt hier fluppen. Jetzt haben wir uns ja auch so ein bisschen eingegroovt. Der Gold Shadow und ich. Die ersten Runden zusammen gedreht. So, jetzt kommt links der Oxer. Den hatten wir. Ah, den haben wir wieder gerissen. Hat nicht ganz die Weite gepasst. Setzt sich das hier fort vom Pro Show Jumping. Aber das war schon viel, viel besser. Das war schon viel, viel besser. 45,92. Damit waren wir 9 Sekunden unter der erlaubten Zeit. Gut 9 Sekunden. Ja, ich finde es cool gemacht. Ich würde es schön finden, wenn das dauerhaft den Weg ins Spiel finden würde. Ich denke mal, dass es wahrscheinlich fast so ähnlich sein wird wie mit der Dressur. Dass die einmal kommt zum Testen und dann war es das. Und es wird sich dann rausstellen, inwieweit das gut angenommen wird von den Spielern und ob man das dann halt auch wirklich dauerhaft im Spiel implementiert, ob man das dauerhaft reinbringt. Ich denke, so ein Ding ist das. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen, machen wir noch irgendwas? Ausritt mit Josh habe ich noch, den haben wir aber schon mal gemeinsam gemacht. Spinnen gefunden, Superstar. Eigentlich jetzt nicht so wirklich, ne? Aber wir könnten demnächst, wenn ihr Bock habt, dann können wir die ganzen Quests nochmal machen, die ich auch schon mal mit Tiffany hier hochgeladen habe. Wenn ihr das möchtet, dann kann ich das gerne auch nochmal in Angriff nehmen, dass wir jetzt diese ganzen Quests dass wir denen uns auch mal widmen, uns denen auch mal widmen, so rum. Heute ist wieder Wortgulasch-Tag bei mir. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil ich bin so ein bisschen unsicher, ob ihr Bock habt, das nochmal mit mir zu erleben. Und ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und am Sonntag folgt noch ein weiteres Kaufvideo, ebenso am Montag. Also macht's gut, bis dahin und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie eure Meinung ist zu diesem neuen Springreitrennen, Springparcours. Also dann, tschüss!